I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real or not? So viel zu tun, so wenig Zeit. Lass dir Zeit, hab keine Angst. Die Tür ist noch zu. Gehe nun weiter, kannst du das? So, jetzt sind wir hier im Spiel und erstmal mit Sora hier rumlaufen. Also der Typ hier heißt Sora. Der Protagonist von Kingdom Hearts. Vorerst. In dir ruht eine Macht. Gib ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Ja, dann wählen wir mal. Drücke Kreis, um zu springen. Das funktioniert super. So, was wählen wir? Nehmen wir das Schild, das Schwert oder den Zauberstab? Nehmen wir einfach mal das Schwert, ganz klassisch. Die Macht des Kriegers, unbeugsamer Mut, ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja. Du hast dich entschieden. Doch auf was verzichtest du dafür? Tja. Verzichten wir auf Magie oder auf die Verteidigung? Ich würde mal sagen, ein guter Krieger, der braucht auch eine gute Verteidigung, also verzichten wir mal auf Magie. Na, top. Mein Gott, spring doch. So. Die Macht des Magiers, innere Stärke, ein Stab, der Wunder bewirken kann. Verzichtest du auf diese Macht? Ja. Du hast die Macht des Kriegers gewählt. Du verzichtest auf die Macht des Magiers. Ist es das, was du wünschst? Jo.
Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Drücke X, um anzugreifen. Ja, es funktioniert einwandfrei. Genau, du hast es erfasst. Benutze diese Macht, um dich zu schützen. Die grüne Leiste zeigt deine Lebenspunkte, LP, also deine Gesundheit an. Wenn deine LP aufgebraucht sind, landest du im Auswahlmenü für Weiterspielen oder Laden. Die blaue Leiste zeigt deine Magie-Points, also MP, an. Magie ist für dich jedoch noch ein Rätsel. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht hell erstrahlen. Und bam! Stirb, Schatten! Und wechseln sie. Wenn du Gegner besiegst, sammelst du Erfahrung, XP. Sammelst du genügend Erfahrung, steigt deine Stufe. Zudem hinterlassen besiegte Gegner manchmal auch Items. Du kannst diese Items aufnehmen, indem du näher an sie herangehst. Es gibt verschiedene Items, die unterschiedlichste Bewirkungen, wie zum Beispiel LP oder MP, auffüllen. Hinter dir! Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren, aber du kannst auch einen beliebigen Gegner mit R1 manuell anvisieren. Während das Ziel erfasst ist, erscheint oben links im Bild das Wort anvisiert. Während du ein Ziel anvisierst, wird deine Handlungsweise eingeschränkt, besonders gegenüber anderen Zielen. Drücke nochmals E1, um das Ziel wieder freizugeben. So, anvisiert und hau drauf, Sora! Na super. Stirb, Schatten! Bam! Und zack! Na komm her! Und hörst du auf! Bam! Da flüchten sie. Ist, glaube ich, nicht so gut gewesen. Und weg. Tür. Ja, zu der Tür ging es mal hin. Das ist ein Hilfs-Icon. Wenn solche auftauchen, stehen dir spezielle Kommandos zur Verfügung. Wenn Dreieck untersuchen erscheint, kannst du mit Dreieck das Objekt vor dir untersuchen. Ich kann sie noch nicht öffnen. Schatztruhe. Dreieck wird im Kommandomenü zu verschiedenen Kommandos. So, in diesem Fall öffnen. Große Holzkisten kann man schieben. Ja, super. Und jetzt, wohin? Ja, schieben wir es mal durch. Kisten lassen sich auch zerstören. Eine Potion. Wenn man Gegenstände zerstört, können manchmal Items auftauchen. Items können mit dem Kommando Item benutzt werden. Wenn man sich dem Item nähert, kann man es aufnehmen. Du kannst nicht nur Gegner, sondern auch Gegenstände anvisieren. Ist ein Ziel anvisiert, kann man mit L2 zwischen verschiedenen Zielen umschalten. Na? Ah. Stirbkiste! So, jetzt können wir durch die Tür durchgehen. Jetzt hat sie sich materialisiert. Und untersuchen. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Erzähle mir zuerst mehr von dir. Schalte mit den Select-Taste in die Augenperspektive. Mit dem linken Stick kannst du dich umsehen. Drücke nochmals die Select-Taste, um in die Normalansicht zurückzukehren. Hallo.
Hallo und Hallo. So, dann sprechen wir mal mit dieser jungen Dame hier. So. Ja, wir drücken Dreieck, um mit Leuten zu sprechen. Was bedeutet dir am meisten? Die Nummer 1 zu sein? Freundschaft? Mein wertvoller Besitz? Freundschaft natürlich. Ist Freundschaft denn so wichtig? Ja, ist es. So, dann hier. Wovor hast du Angst? Alt zu werden, anders zu sein, unentschlossen zu sein? Natürlich haben wir Angst, unentschlossen zu sein. Ist das wirklich so schlimm? So, und jetzt noch zu dir. Was ist dir wichtig im Leben? Seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen, stark zu sein. Stark zu sein! Du wünschst dir Freundschaft, du hast Angst, unentschlossen zu sein, du möchtest stark sein. Ja, so schaut's aus. Ja. Dein Abenteuer beginnt in der Nacht. Nach einem beschwerlichen Weg erwartet dich die aufgehende Sonne. Klingt gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah. Was das wohl bedeuten soll. Dornröschen. Ja, und jetzt? Gehen wir mal einfach zum Licht. Drücke die Starttaste, um das Menü zu öffnen. Im Hauptmenü kannst du dir zum Beispiel das Inventar oder den Status ansehen oder Spielentscheidungen vornehmen. Doch während eines Kampfes lässt sich das Menü nicht öffnen. Schatten. Die. Wow. Was will nur mehr? Na, kommt her! Bam! Ach. Stirb, Schatten! Geh weg von mir! Hua! Bam! Komm her, du! Yeah! So, aufgeräumt. Jetzt gehen wir erstmal ins Menü. Und in die Einstellungen. Und... ja, toll. Optionen vielleicht? Automatisieren, Fadenkreuz, Kamera, Invertierung. Ah, genau, so invertiert und die auch invertiert. So. Mal schauen, ob es jetzt passt. Ja, ist gut. Ah, nicht ganz. Jetzt passt. So, dann gehen wir da ins Licht rein. Und diesen Lichtkreis, sagen wir es mal so. Dies ist ein Speicherpunkt. Stell dich darunter, um LP und MP zu tanken. Wenn Speichern erscheint, öffnest du mit Dreieck das Speichermenü. Speichere stets, bevor du das Spiel beendest. Achte darauf, dass du oft speicherst. So kannst du immer auf eine Spieldatei zurückgreifen, falls mal etwas schief läuft. Gut, dann speichern wir halt nicht. Okay, neuer Weg. So, jetzt speichern. Speichern. Nummer 1. Gespeichert. Ort des Erwachens. So. Dann gehen wir mal den Weg dann auch auf. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Lauf so. Laufe. Laufe schneller. So, und schon sind wir da. Das Schöne und das Biest. Okay. Je näher du dem Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Okay. Aber habe keine Angst. Vergiss nicht,
doch ein bisschen größer. Ja, dann greifen wir das Ding mal an, ne? Und zack. Und bam. Einfach pissig. Auf den Großen. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack. Bleibst du da? Nein. Nein. Bam, bam. Ich komm nicht mehr hoch. So. Und rechts rein. Und zack. Ja. Und hau drauf, Sora. Hau drauf. Ja. Los. Schwing dein Schwert. Bam. Nein. Jetzt kann ich wieder mal angreifen. Verdammt. Und. Na. Und zack, zack. Bam. Angriffskraft geschrieben und der Gegner ist besiegt. Aber habe keine Angst. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Also vergiss nicht. Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird. Tja, welche Tür denn? Das erfahren wir jetzt wieder mal nicht. Meeresrauschen im Hintergrund, Vögel zwitschern, Sonne scheint. War das nur ein Traum? Hui, Fisch. Wow! Give me a break, Kairi. Sorry, you lazy bum. I knew that I'd find you snoozing down here. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Ow! Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yeah, sure. Say, Kairi, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. You ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Kingdom Hearts File Mix hier in den Tropen sozusagen. Eine Insel am Strand, Sonne, Meer, Palmen. Was will man denn mehr? Mehr Meer? Hier ist genug Meer. Die Insel des Schicksals, Destiny Island.
So, diese junge Dame hier ist die Kairi. Du kannst den Rest vom Material besorgen. Du hast doch zugehört, so, oder? Wie war das nochmal? Oh Mann, ohne Baumaterial können wir keinen Floß bauen, oder? Wir brauchen dazu zwei Baumstämme, ein großes Laken, ein Seil. Bring alles hier. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Kein Rumtrödeln mehr, okay? Alles klar. Gut, dann suchen wir mal die benötigten Materialien. Und da haben wir schon den ersten Baumstamm. So. Ah, das da oben ist der Riku. So. Ein zweiter Baumstamm. Juhu. So. Mal schauen, was der schon sagt. Hast du alles gefunden, was wir das Floß brauchen? Ich habe meine Sachen in Kai gegeben. Hey so, ein kleines Duell. Schnapp dir dein Schwert. Okay. Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist. Fertig oder nicht? Und bam. Yeah. Nein! Ah, verdammt! Zeig mal, was du drauf hast! Und bam! Na los! Wow! Na, komm her! Nein! Und bam! Los! Nein! Ah, verdammt. Naja, 0 zu 1, was soll's. Gut, dann schauen wir mal um, wo wir die anderen Sachen finden. Ach gut, da kann man draufklettern. Und tap. Hui! Hui, ein ganzer Übel, die ganze Insel. Sehr schön. Und yeah! Freitod! So. Kaputt. Ein geheimer Ort. Da gehen wir doch mal hin. So, wo kommen wir denn hier hin? Eine Tür. Und auf der Zeichnung. Wohin die Tür wohl führt? Ja, das wissen wir nicht. Mal schauen. Schon irgendwie seltsam, dass mitten auf der Insel so eine Holztür steht. Naja, jetzt gehen wir erstmal zum Strand. Jetzt haben wir mal die übrigen Materialien noch ein für das Floß. So. Und tap. So, das ist der Wacker aus Final Fantasy X. Hey, what's happening, man? Ja, nochmal. Hey, Lust auf eine Runde? Klar spielen wir. Spielen ist Kindergramm, das hier ist ernst. Show me your stuff! Und... yeah. Und pam! Ah, na komm schon, wirf deinen Ball. Los, wirf. Ah, verdammt. Bam, erwischt. Ha, wieder erwischt. Na los, Wacker, wirf. Ah, verdammt. Ach, komm schon. Oh, leck mich. Ja, schön für dich. Nochmal. Nochmal fertig. Ha, erwischt. Ja.
Und erwischt. Und voll auf die 12. Na komm schon, wirf. Na, ah, das habe ich nicht getroffen. Na ja, verdammt. Jetzt komm. Was trifft ich denn nicht? Na komm schon. Das gibt's doch nicht. Yeah, Abwehrkraft gestiegen. Ah, shit. Na los. Den will ich jetzt fertig kriegen. Na komm schon. Nein, ich will sie immer wieder treffen. Nee. Ja, endlich. Ein Schlag, super. Oh man, that really hurt. So, den haben wir besiegt. So, dann mal zu der da. Das ist die Selfie aus Final Fantasy 8. Ah, the breeze feels great. Ja, schön. Was treibt ihr denn so? Man sieht euch ja gar nicht mehr. Ein Duell gefällig? Na bitte, so gefällst du mir. Okay, don't hold back. You ready? Ah, okay, wie. Erst wieder ein bisschen reinkommen. Ins Spiel. Ah, Alter. Und bam. So, Physik. Jojo. So, dann suchen wir jetzt mal die weiteren Materialien noch, also die restlichen. Es war komplett vergessen, welche Teile wir noch brauchen, aber naja. Das sehen wir dann. Einfach mal ein bisschen die Insel hier erkunden. Ah, genau, ein Daten brauchen wir noch. So, spielen wir mal runter. Und dann mal hier drauf. So. So, hier ist ein Seil. So, und das da ist der Tidus aus Final Fantasy X. Hey, Sora, you feel lucky today? Ja. Hey Sora, wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Du hast es so gewollt. Na gut, fangen wir an. Und bam, bam. Das ist keine Chance, Tidus. Na los. Und nochmal. Ah, verdammt. So, das war's. Ach, macht nichts aus. So, jetzt haben wir eben besiegt, bis auf den Riku. So, alle Materialien haben wir jetzt auch, oder? Ja, glaub schon. Jetzt probieren wir mal nochmal gegen Riku zu kämpfen. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Ja, nochmal ein Duell. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nein, verdammt. Na, kommst du? Ja.
Wow. Der ist so flink. Und zack. Zack. Nein, zack. Dass ich jetzt meinen Scheiß reinlaufe. Jetzt. Lass dich angreifen. Na los, den schaff oder? Komm her, Rico. Zack. Nein, nein. Komm her. Zack, zack, zack. Zack. Na. Oh. Na los, die kann ich nicht mehr haben. Nein, nein. Oh, verdammt. 1-0. Scheiße. Hm? Oh, voll nett. Das ist hier runter. Na los, das probieren wir jetzt nochmal. Dann will ich dich fertig machen. Zack. Bam. Alter. Nein, nein. Das fängt ja super an. Was? Ja, genau, schmeiß mir aus dem Ring, du Spacken, ey. So, einmal noch, dann hab ich keinen Bock mehr. So, geht auf. So, ja, ich bin fertig. Zack. Nein! Wieso fällst du hin, du Arsch? Du sollst erst an den dritten Kombo hinfallen. Ja, was? Ach komm her, du schließt nur ungünstig. Zack. Hey. Na, komm schon. Das gibt's so nice. Ja, genau. Boah. Leck mich, du. Ich geb nicht auf. Na toll, das war jetzt so klar. Du bist scheiße. So, jetzt gehen wir zu Kairi, die machen wir wenigstens. So. Ja. Ja, ich glaube, wir haben alles. Danke, Sora, ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Eine Heil Potion, yeah. Müde, wollen wir für heute aufhören? Ja. Ja, es ist schon spät, wir machen es morgen zu Ende. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out.
Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kari, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Ja, da gehen sie hin. Schmeißt einfach die Frucht weg. So ein Umweltverschmutzer. Ein schiefes Schloss. Ha, der Donald. Und Besen mit Wasser. Eine riesige Tür. Alter! Oh Mann. Guten Morgen, Your Majesty! Gut, dass der Untertitel hat. Den verstehst du fast gar nicht. Als das Gefühl gesprochen. What? Pluto! Ein Brief. Ach ja, das ist so typisch. Goofy! Der pennt wieder mal. Wake up, Goofy! Wake up! This is serious! Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Goofy. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Tja, erwischt. Tja, was darf er denn nicht sagen? Also den beiden. Irgendwas ist Schlimmes passiert. Und zurück auf der Insel. Ja, da stehen sie jetzt wieder rum. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen. So, dann war das hier die erste Folge von Kingdom Hearts HD Filemix. Und was wir jetzt hier auf der Insel noch machen müssen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns auch gleich wieder zurück zu Kingdom Hearts. Also noch einen schönen Tag, Leute, und bis dann. Servus!